Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Book of Unwritten Tales und es wird gruselig, denn wir sind bei einem riesigen PKE-Ausschlag und wir wollen uns hier anschauen, was hier in der Höhle alles los ist, aber ja, schauen wir erstmal hier. Na? Was immer in der Höhle unter dem Baum lebt, es hat alle Bäume in der Nähe getötet. Nur der Baum direkt über dem Höhleneingang lebt noch. Mehr oder weniger. Okay, das ist natürlich nicht schön. Wie sieht's hiermit aus? Warum kann ich sie nicht anschauen? Aber okay. Ich habe noch nie einen so verkrüppelten und kranken Baum gesehen. Selbst Ivos Vater dürfte Probleme damit haben, ihn wieder erblühen zu lassen. Ja, was machen wir da damit nur? Naja. Okay, Lizzie können wir nicht anschauen, aber dann wird es. Also schön. Ich gehe voran. Esther! So. Wen haben wir denn da? Oh mein Gott. Erzmagister Alastair. Erzmagier, ihr lebt? Was tut ihr hier? Oh, ich lebe nicht. Ich bin nur ein Geist. Dank dir. Aber dank deiner Unfähigkeit und Dummheit. Ja, er wird doch... Ist er jetzt Munkus? Oder ist er es nicht? Aber das wollte ich doch alles nicht. Ich habe dir vertraut. Ich war dein Freund. Und du hast meinen Tod nicht verhindert. Erzmagier, ich... Schweig! Okay. Also, wir haben hier einen Geist, eindeutig. Remy? Ein Klotz am Bein, nicht mehr. Ich bin so enttäuscht von dir, Wilbur. Erzmagier Alistair und Remy waren meine Freunde. Ich verbiete dir, so zu tun, als wären sie hier. Verstehst du nicht, Wilbur? Wir haben uns auf dich verlassen und du hast unser Vertrauen missbraucht. Du hast uns enttäuscht und du wirst auch Gulliver, Timmy und die anderen enttäuschen. Du bist nur ein kleiner, dummer Junge, der immer alles nur noch schlimmer macht. Blödsinn! Hör nicht auf ihn, Wilbur! Nein! Ja! Ich werde dich aussaugen! Stopp! Okay, ich weiß, wer ein du Formwendler. Bist. So. Du bist der Geist des Hexenmeisters? Du bist Angst. Ich glaube, es ist Angst. Nur wer ist da hinten Klaus? Und was bedeuten... Irgendwas haben die Zeichnungen sicherlich auch noch zum Bedeuten. Du bist immer das, wovor wir uns am meisten fürchten, oder? Ich bin Tod, Krankheit, Verlust, Versagen, Demütigung, das Monster unter dem Bett, der schwarze Mann im Schrank. Lizzie hat Angst vor Spinnen, Esther vor Paladinen, die ihr mal den Kopf abgeschlagen haben. Und ich will nichts falsch machen und schuld sein, wenn meinen Freunden etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst es nicht verhindern. Ihr beide werdet diese Höhle nicht leben verlassen. Und dann hole ich mir deine Freunde, einen nach dem anderen. Du bist nicht real. Pfeile und Bolzen fliegen einfach durch dich hindurch. Nichts kann mich verletzen. Ihr seid verloren. Verzweifelt. Du bist nicht real. Du hast nur Macht, weil wir sie dir verleihen. Nein, ich bin real. Ich werde deine Freunde töten. Ja, dann tu es. Friss sie auf, da liegt sie. Ich werde dich mit meinen vielen Beinen abtasten und ich werde dich beißen.
Nein, wirst du nicht. Die Spinne ist nicht real, Lizzie. Doch, Angst ist real. Lass dich nicht von der Angst lähmen, Lizzie. Sei mutig. Warum weichst du zurück? Du wolltest sie doch beißen. Ja, warum soll ich Angst vor dir haben, wenn du mir eigentlich gar nichts tun kannst? Aber wenn doch. Man kann nie wissen. Das Risiko gehe ich ein. Ihr könnt mich nicht vernichten! Ich bin immer da! Aber wir können dich kontrollieren. Alles okay? Ja, geht schon wieder. Puh. Was machen wir mit diesem? Was bedeutet dieser Klaus? Ein Mann, der freundlich dem Betrachter zuwinkt. Er trägt ein Namensschild. Er heißt Klaus. Kapiere ich nicht. Ich auch noch nicht. Trotz meiner Zeit im Seefels kenne ich mich mit Fischen nicht gut aus. Ich bin ein Bergkind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Fisch um einen Delfin handelt. Das erklärt auch, warum er mit der Schwimmerin spielen will. Und wo ist jetzt die Angst hingegangen? Das Bild eines Clowns. Witzig. Okay, also ich glaube, das werden einfach alles Angstbilder sein. Das heißt, hier haben wir zum einen Angst vor Spinnen, Arachnophobie, dann Angst vor Clowns, Angst vor, ja, so weißer Hai und Angst vor Überwachung. Ja, kümmern wir uns mal um Esther. Esther hat noch keinen Mucks von sich gegeben. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Und ich hoffe, sie kann laufen. Ja, psychisches Trauma. Es wäre Trauma. Ein langer Weg zurück, wenn ich sie tragen müsste. Okay. Esther, komm, Esther. Wie geht es dir? Er wird mir den Kopf abschlagen. Und dann kann ich mich nicht mehr um Gulliver und Nate kümmern. Keine Angst, Esther. Dieses Ding ist fort. Es kann dir nichts tun. Der Paladin, er will mir den Kopf abschlagen. Wer soll sich dann um meine beiden Jungs kümmern? Gulliver und Nate, ja, geht es gut. Die beiden warten am Lagerfeuer auf dich. Ja, noch geht es ihnen gut. Aber der Paladin will mir den Kopf abschlagen. Und wer kümmert sich dann um die beiden? Okay, wir brauchen eine Psychotherapie für die. Es gibt keinen Paladin mehr. Und es gab auch nie einen. Es war eine Art Trugbild, um dir Angst zu machen. Doch, ich habe ihn gesehen. Er will meine Familie holen. Okay, posttraumatische Belastungsstörung oder sowas? Schau mich an, Esther. Hier ist niemand, der dir etwas Böses will. Der Geist ist verschwunden. Er ist weg? Er ist weg, ja, und er kommt nicht wieder, solange du ihn nicht lässt. Er hat gesagt, er will sich Nate holen. Sobald er mir wieder den Kopf abgeschlagen hat, will er sich meinen kleinen Jungen holen. Dazu wird es nicht kommen. Ich erkläre es dir, aber nicht hier. Lass uns zu Nate und Gulliver ans warme Feuer gehen. In Ordnung? Ja, ja. Oh, danke, Wilbur. Okay, geschafft. Aber wir haben ja hier noch einiges zu tun. Wir brauchen hier noch alle möglichen kleinen Gegenstände und auch ein paar Kleidungsstücke. Dieses Ding hat sich an der Angst seiner Opfer gelabt. Es hat sie krank gemacht, vielleicht sogar verrückt. Sie konnten an nichts anderes mehr denken, haben nichts mehr gegessen. Und niemand im Dorf wusste, was geschehen ist. Okay. Ein kleiner Spiegel, eine Flöte, Schuhe, Tücher. Da, eine Haarspange. Viele Kleinigkeiten, die an die verschleppten Dorfbewohner erinnern. Ich werde dem Bürgermeister anbieten, alles ins Dorf zu bringen, sobald ich Timmy vom Fluch befreit und das Buch des Hexenmeisters gefunden habe. Okay, war das jetzt wirklich sowas Einfaches? Hier haben wir Esther, hier haben wir den Clown noch irgendwie. Ziemlich furchteinflößender Gegner, oder? Ja, was glaubst du, ist es? Ein Dämon? Ein Geist?
Ich glaube, nach dem Tod des Hexenmeisters hatten die Leute im Dorf so große Angst, dass etwas Schlimmes passieren würde, dass es dann auch tatsächlich passiert ist. Und hätten sie keine Angst gehabt, wären sie alle noch da? Ich weiß nicht. Mein Onkel Ludok hatte ständig Angst, krank zu sein. Das hat ihn krank gemacht. Und wenn du zu viel Angst vor dem Tod hast, vergisst du darüber das Leben. Weißt du, was ich meine? Du bist ein Philosoph, Wilbur Wetterquarz. Ich habe nur in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, dass es besser ist, Dinge zu tun und vielleicht zu scheitern, als Angst davor zu haben und gar nichts zu tun. Das ist die richtige Einstellung, Wilbur. Ja. Sich gerade zum Überwinden und Sachen zu tun. Ich habe gerade gestern auf YouTube auch ein Video gesehen, wo es darum geht, wer traut sich von einem 10-Meter-Brett runter zum Springen. Und ja, die Erkenntnis daraus war sehr interessant. Solltet ihr einfach auch mal googeln bei YouTube. Vielleicht verlinke ich es auch unten in den Text rein. So. Was machen sie? Sobald sie Gulliver und Nate in die Arme schließen kann und weiß, dass alles in Ordnung ist, wird sie diese Höhle schnell vergessen haben. Okay, dann reden was wir noch ein bisschen. Was machst du, wenn das hier vorbei ist? Hilfst du mir, das Buch des Hexenmeisters zu finden? Das ist dein Abenteuer. Auf mich warten andere. Aber, naja, ich finde, wir beide passen gut zusammen. Also, ich als auch. Partner, meine ich. Also, als Abenteurerpartner. Das finde ich auch. Vielleicht besuche ich dich mal. Seefels im Frühling soll eine Reise wert sein. Naja. Gerade ist es ein Polizeistaat mit einer wahnsinnigen Herrscherin. Kann auch nett sein. Kommt auf die Begleitung an. Okay, ich denke, wir haben hier alles erledigt. Gut, dann verlassen wir die Höhle. Ich kenne zwei, die sehnsüchtig auf dich warten, Esther. Und ich kenne jemanden, der uns einen Sack voll Gold schuldet. Kommt, gehen wir. Dann jawohl, es gibt es Kohle. Einen Fluch? So ist es. Richtig. Keinen Fluch, keine reale Bedrohung. Erst die Angst davor hat sie real werden lassen. Ich werde zukünftig versuchen, nicht immer gleich das Schlimmste zu vermuten. Ja, seien Sie neugierig. Fangen Sie damit an, dass Sie meine Zombie-Freunde in Ihrem Dorf willkommen heißen. Wir werden sehen. Ich werde zumindest mal mit Ihnen reden. Das ist immer ein guter Anfang. Okay. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie demjenigen, der den kopflosen Reiter zur Strecke bringt, einen Sack voll Gold versprochen. Natürlich. Und du hast ihn dir verdient. Wir haben ihn uns verdient. Lissy und ich machen halbe-halbe. Genau wie es abgemacht war. Oh! Wir sehen uns. Oh, ja. Bis später. Warum hat sich Ihnen die Angst in Form eines kopflosen Reiters gezeigt? Mein Großvater hat mir früher immer eine Geschichte von einem kopflosen Reiter erzählt. Ich hatte große Angst davor, aber es war auch meine Lieblingsgeschichte. Und wenn es erst einmal genug Hysterie gibt, hält man alles für möglich. Sogar, dass Spukgestalten real sind. Okay. Sie wissen jetzt, wie Sie sich gegen den Fluch wehren können. Können Sie mir dann jetzt bitte den Weg zum alten Van Buren-Schloss zeigen? Natürlich. Dir und der bezaubernden jungen Dame. Das wurde aber auch mal Zeit. Ich mache eine genaue Karte. Du bist so eine dumme Nuss. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal vom Schloss ins Dorf und zurückreisen müssen. Meine Freunde sind hier und Timmy ist immer noch irgendwo im Wald. Ist mir recht. Brechen wir auf. Tja, dann sind wir jetzt oben am Schluss. Wir haben den Erfolg furchtlos freigeschalten. Das ist schön. Ich habe mir den Weg genau aufgemalt. So können wir jederzeit zurück ins Dorf, wenn es nötig werden sollte. Ist mir egal. Ich verlasse das Schloss nur noch einmal. Mit ein paar Kisten voll Gold. Wie meinen Sie das? Ganz schön heruntergekommen, oder? Das Schloss wird durch deine Anwesenheit erblühen. Genau wie ich. Vladi! Mein Mondschein. Du
kannst dir nicht vorstellen, was mir passiert ist. Ich brauche sofort ein Bad. Aber natürlich, meine Liebe. Danach vielleicht ein leichtes Abendessen und dann sehen wir mal, was der Abend noch so bringt. Oh, bist du ihr Flamme. Diener? Nein, ich... Willst du mein Diener sein? Mein Igor ist vor einem Jahr gestorben. Dieses Mal wohl endgültig. Eigentlich wollte ich... Putz dir die Schuhe ab, sonst musst du nur alles wieder sauber machen. So, jetzt aber, sind wir Igor. Ja, es geht auf in das Vampirschloss hier oben. Ja, und wie es hier weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Runde. Oh, ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Bis dann.